Willkommen Leute zu diesem Spieltest von Minecraft PE. Dazu habe ich mir einfach mal den besten Minecraft PE Fake geholt und einfach mal ja hier eine Skyblock Map gedownloadet. Da hinten sieht man auch eine Insel mit einem Kürbis. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen hier mit dem Skyblock gleich mal an. Ich glaube, jeder von euch, also die gerade zu sehen, haben irgendwas schon mal von Skyblock gehört. Das ist einfach so, man hat einen Haufen von Dreck, der irgendwo in der Luft fliegt, einen Baum und eine Kiste mit ein paar Sachen drin. Ich habe hier noch einen Bambus dazu gepackt, damit man später halt auch noch Gerüstblöcke bauen kann. Die wurden halt neu hinzugefügt. Und ja, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Guten Tag. 1, 2, 3. Ja. Ich mache mir hier erstmal so eine kleine Plattform, damit, da ist gerade irgendein Mob runtergefallen, keine Ahnung. Damit, wenn da die Setzlinge rausfallen, dass die hier auf dem Holz landen und nicht irgendwo in die Leere fallen. Da war gerade irgendein Mob, was da runtergefallen ist. Ich glaube, das hat man auch gut gesehen. Komm schon, mindestens ein Sapling brauche ich. Sonst muss ich mir halt einen cheaten. Als ob es hier kein Setzling drin gibt, bitte. Okay Leute, wir haben verkackt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. So, kleiner Scherz. Musste mir jetzt erstmal ein Setzling cheaten. Ich glaube, dieses Skyblock mag mich nicht so. So, mache ich das erstmal da rein. Das und das. Juhu. Yay. Oh. Hier ist direkt ein Baum gewachsen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das da gleich anfängt zu brennen. Am besten, ich mache immer eine Erde drüber. Nehme das dann wieder mit. Ja, und man sollte aufhören zu sneaken. So. Und der Eimer sollte auch definitiv noch mal rein. Sonst melde ich noch mal.
kommt da keine Flüchtlinge. Was ist das denn? Den auch erstmal hier rein. Nur so aus Sicherheit. Ich glaube, da ist wieder einer runtergefallen. Ein Zeppling ist runtergefallen. Naja, Hauptsache, jetzt habe ich einen. Ja gut. Ich kann mir einen Webstuhl bauen. Aber brauche ich Faden zu. So. Zum Glück habe ich genügend Stöcker bekommen. Jetzt mache ich mir erstmal daraus einen Ofen. Und dann, ja, so. Und dann einmal so. Habe ich schon mal ein bisschen Kohle. Das mache ich auch mal kurz hier rein. Au, 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 au. Ich habe jetzt Brandschaden bekommen durch die Lava. Ich habe die Lava ja nicht mehr berührt. Au, 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 au. Okay. Ja, okay, reicht mit dem Brennen. Ich will nicht sterben. Und ich sollte den Setzling mal anpflanzen. So, jetzt werde ich hier die ganze Nacht lang einfach nur Blöcke abbauen. Es könnte ein bisschen langweilig für euch werden, also mache ich jetzt hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Inzwischen habe ich 44 Steine gesammelt. Meine Spitzhacke ist fast kaputt, deshalb mache ich die jetzt bei Brennstoffen rein. Ja, und die Kohle, die mache ich auch erstmal hier rein. Und ja. Er will nicht wachsen. Wachs, los! Ich flehe dich an. Ja. Wir haben hier so einen kleinen Knochen, den ich gerade fast weggeworfen habe. Und daraus können wir Knochenmehl machen. Mal sehen, ob das reicht. Nein, natürlich nicht. Ah! Ja gut, solange können wir noch was anderes machen. Ich muss jetzt hier echt vorsichtig sein. So, dann brauche ich davon welche.
12, 18, Ja, gut. Jetzt muss ich echt gut aufpassen. Ich pack die hier mal noch mal kurz weg, damit ich nicht alles verliere. Oh, nein. Ja. Ich wollte eigentlich aufpassen. Okay, ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll. So, und so. Nee, das ist noch nicht ganz unten. Das. So ist es ganz unten. Ja, ich versuche nämlich hier die gesamte Erde zu bekommen. Ach so, hier komme ich nicht weiter. Muss ich das Holz wieder einmal abreißen? Die Setzlinge können dann ja auch hier unten landen. Und jetzt komme ich hier nicht um die Ecke. Das ist natürlich super, da freue ich mich auch. So, und ja, jetzt könnte ich eigentlich alles absammeln. So, fast wieder rübergefallen, aber egal. Dann sammle ich das wieder ein und mach das mal da rein. Oh, ich halt von hier weiter. Ja gut, Werbung. Ich hab nichts gesehen. Das ist ein bisschen doof hier bei dem Teil. Da kommt andauernd Werbung. Brauche ich hier mal kurz so nach oben einen Weg. Ich glaube, da drüben ist ein Monster, oder? Ah, nee, das ist die Kiste. Das ist die Kiste. Und der Setzling will immer noch nicht wachsen. Nutze ich mal die Steine und mache inzwischen noch ein paar mehr von den Stufen. Und ich setze sie natürlich überall hin, wo sie nicht hin sollen. Hat natürlich wieder nicht gereicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich es nur so wenig mache. Eins und null. So, jetzt könnte ich überall abfarmen. Jetzt muss ich einmal hier um die gesamte Insel laufen, nur um wieder hochzukommen. Schon ein bisschen nervig. Das muss ich auch noch abmachen. Das auch. Ja gut, ich mache jetzt hier überall Steine hin, dann kann ich das Holz für was anderes verwenden. So. Dahin und da. Hohoho. Puh. Ich krieg jedes Mal fast einen Herzinfarkt, wenn ich hier fast wieder runterfalle. So, und dann kann ich mir
eine Steinspitzhacke machen. Der Setzling will ja überhaupt nicht wachsen. Hat keine Lust drauf. Kann ich gleich mal das hier wieder abmachen. Und alles, was sonst so überflüssig hier noch in der Gegend rumfliegt. Zum Beispiel. Kann da stattdessen das hinmachen. Aber dann komme ich auch nicht mehr hoch. Mache ich die Treppe halt ein bisschen kleiner. So. Super. Perfekt. Oder auch nicht. Das kann auch mal weg. Einmal so und das auch einmal. So. Jetzt ist alles die gleiche Höhe. Die mache ich auch weg. Einfach so. Weil ich das Holz viel mehr besser gebrauchen kann. Verflogen. So, dann mache ich das mal hier rein. Oh, ich sehe schon, die Folge ist eigentlich vorbei. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr wollt. Und stimmt rechts oben, da etwa beim i ab, um mehr zu bekommen. Also dann, tschüss!